Moin liebe Videospielfreunde, mein Name ist Dave Danielson. Ich bin die Mrs. Zocker Engel. Wir sind vom Gamepad Empire und machen heute die Beste Freunde Challenge in der Gaming Edition. Und das Ganze startet dann nach dem Intro. Beide besten Freunde-Challenge sind beide Kontrahenten mit einem Block ausgestattet und es werden Fragen gestellt. Eine Person beantwortet diese Fragen, die andere Person versucht die Antwort dieser Person ebenfalls zu erraten und auf seinen Zettel niederzuschreiben. Sollten die beiden Antworten übereinander einig sein, dann bekommt eine Person einen Punkt und das Ganze geht in beide Richtungen. Wir werden die Punkte zunächst aus meiner Position beantworten und im Anschluss dann die von Jenny und dann wieder meine und dann wieder Jennys 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 und dann wieder meine und dann wieder Jennys. Können wir anfangen? Und dann wieder meine, und dann wieder Jennys, und dann wieder meine. Punkt Nummer 1, Lieblingsspiel. So Jenny, was hast du denn für eine Antwort geschrieben? Also, ich habe geschrieben, in Pink, Sonic. Ja. Damit meine ich die Mega Drive-Teile. Mich hätte es jetzt auch gewundert, wenn sie das nicht gewusst hätte, um ehrlich zu sein. Die Antwort ist Sonic 2 und 3. Ich denke, das lassen wir gelten. Ich bin mal so freundlich. Nun, das Lieblingsspiel von der Jenny. Jetzt muss ich aber überlegen. Das wird ganz schön schwer. So, lieber Dave, was hast du denn? Ich habe Persona! Du weißt schon, dass es auch was anderes ist. Persona! Mal schauen, ob ich das zählen lasse. Ich habe nämlich... Ich hätte auch wirklich so gemeint sein sollen und hätte es nicht aufschreiben sollen. Ich habe nämlich Persona 4. Ha! Und Harvest Moon Friends of Mineral Town. Das zählt ja nicht, es zählt ja nur eins. Stimmt doch gar nicht, ich habe auch zwei aufgeschrieben. 2 und 3, das sind 2 Spiele. Das zählt. Punkt für mich. Punkt Nummer 2 ist das Hassspiel. Jetzt aber nicht lügen. Das 1 aufschreiben, nicht 10. So Jenny, was hast du denn für mein Hassspiel aufgeschrieben? Ich habe mir aufgeschrieben, wenn er was anderes aufgeschrieben hat, ist es nämlich gelogen. Tales of Symphonia Dawn in the New World, of the New World, bla 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 New World, irgendwie so. Das war eines von den beiden, die ich aufschreiben wollte. Die Alternative wäre der Goat Simulator gewesen. Den hast du aber nie gespielt, das zählt aber nicht. Aber ich habe auch aufgeschrieben Tales of Symphonia Dawn of the New World. Jetzt ist wohl mein Hassspiel dran, weißt du's? Ja. Echt? Ja. Scheiße. So. Was hast du denn aufgeschrieben? Sonic! Nein, habe ich tatsächlich nicht aufgeschrieben. Das ist ihr Hassspiel. Nein, ist es nämlich nicht. Mein Hassspiel Nummer 1 ist X-Blades. Das Spiel ist schrecklich. Das hat Brüste. Das Spiel ist schrecklich. Das ist schrecklich. Aber auf Sonic bin ich nicht mehr auf die Idee gekommen. Es ist nur schlimm, dass ich mir Sonic mit dir teilen muss. Lieblingscharakter von mir. Lüg nicht. So wie du schon machst, lügst du. Ich weiß ja nicht, warum du immer so lang brauchst. Was hast du denn aufgeschrieben? Also ich habe 2 aufgeschrieben. Ich wollte. Oh. Da bin ich jetzt überrascht. Ich wollte auf der sicheren Seite sein, aber ich weiß nicht, ob da einer als Lieblingscharakter zählt. Ich weiß, dass du gerne mit ihm spielst. Und dann habe ich natürlich Sonic aufgeschrieben. Ich habe aber noch Luigi aufgeschrieben. Nicht schlecht.
Also, ich weiß, dass du ihn am liebsten spielst und ihn auch am liebsten hast und... Was steht denn da? Sonic. Ah, Sonic, ja. Aber ich dachte mir, ich schreibe noch Luigi auf, weil nicht, dass du mich ärgern möchtest. Punkt für sie. Gemein. Ich kenne nicht einen Charakter aus Persona. Ja, das ist das Schlimme. Es kommt mein Lieblingscharakter und ich muss selber erstmal überlegen. So kurz? Was wolltest du denn aufschreiben? Ich weiß aber nicht, ob der zählt. Deswegen überlege ich gerade. Ob der zählt? Ob der zählt? Ich kann in einen Charakter nicht zählen. Das wird so von nicht stimmen. Ich frage mich gerade, was du schreibst. Du bist ja gerade zu identifizieren. Ich habe geschrieben, weil ich überhaupt keine Ahnung habe. Clementine. Wir wissen ja aus The Walking Dead. Du weißt nicht, wie was ich aufgeschrieben habe. Nein. Ja, doch. Das war mein zweiter Charakter, den ich aufschreiben wollte, dass du mindestens einen Hauch einer Chance hast. Habe ich Clementine aufgeschrieben. Weil mein Nummer 1 Lieblingscharakter ist, den kennt kein Mensch, Salini. Das ist nämlich mein WoW-Charakter, mein WoW-Paladin. Der Punkt zählt ja wohl. Warum habe ich Clementine aufgeschrieben? Scheiße! Oh Mann! Wie bist du denn? Ich dachte eigentlich, dass du da auch geguckt hast und dachte, ah komm, ich schreibe es Yoshi auf oder Peach. Nein! Oh, ich hätte noch einen dritten gehabt. So, jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsrunde. Der Lieblings-Soundtrack. Kommt es deiner oder meiner? Meiner. Deiner? Meiner. Oh, scheiße. Oh, das geht voll in die Hose. Ich habe aufgeschrieben. Oh, Mann. Sonic Generations. Also, ich mag ihn. Es ist zumindest einer meiner Lieblings-Sonic-Soundtracks. Und yes! Oh Mann, ich war es wirklich geraten. Aber es sind zumindest einige coole Lieder drauf. Ich weiß nicht, es hat doch die PS3 extra angelassen, nur um die Soundtracks zu hören. Hast du gerade Scheiße gesagt? Meiner? Ja. Gut, das ist einfach. Was machst du? Was machst du? Nein, nicht schummeln! Persona 4. Ist falsch. Ist falsch. Ist es dein Ernst, oder? Ja. Mein absoluter Lieblingssoundtrack, was nur aus wunderschönen Klavierstücken besteht. To the Moon mit einem schön gezeichneten Mond. Ich wäre vorher noch auf WoW gekommen, bevor ich auf To the Moon gekommen wäre, aber ganz im Ernst. So häufig hörst du den gar nicht. Das weißt du doch gar nicht. Ich sitze in einem anderen Zimmer. Und sie hört den ganzen Tag nur To the Moon. Genau! Nein, schön. Das erzählt! Ey, ich dachte, du rennst zum PC, um zu gucken, wie das Spiel heißt. Ja, das hätte ich gewusst. Nein, das ist der schönste Soundtrack, den ich je gehört habe. Was ist das denn überhaupt? Ein Mond. Das ist ein Mond? Das sieht aus wie ein Fußball, der in den Boden versunken ist. So, als nächstes kommen die Lieblingskonsole. Das wird bei mir wahrscheinlich einfach und bei dir schwer. Ich würde das genau andersrum sehen. Echt? Ja. Sega Mega Drive. Wow, das war ja eine Überraschung. Echt? Mal ganz im Ernst. Ich habe sogar Sega dazu geschrieben. Aber es ist ja eigentlich aufgefallen, dass du im Sega und Mega nur die... Na, Dave? Weißt du denn auch meine Lieblingskonsole? Vielleicht. Na? Ich habe aufgeschrieben die PS2. Ich habe aufgeschrieben die PlayStation 2, tatsächlich. Mit einem schönen Herzchen. Als nächstes kommt die Lieblingsfirma. Mensch, wird das schwierig. Das wird bei mir aber auch sehr einfach. Nein. Wieso nicht? Hast du eine aufgeschrieben oder zwei? Ich habe eine aufgeschrieben. Welche hast du denn aufgeschrieben? Ich habe aufgeschrieben... Sega!
Und genau das habe ich nämlich auch aufgeschrieben. Wie hast du denn geschrieben? Sega. Ach, du bist doch bescheuert. Ich dachte, du schreibst Nintendo auf. Was ist denn meine Lieblingsfirma? Microsoft oder EA? Natürlich. Ehrlich? Ja. Warum hast du so wenig geschrieben? Warum hast du so viel geschrieben? Wie viele Buchstaben hat deins? 5. Ich überlege meine Antwort nochmal. Alter, das kann nicht sein. Deine Lieblingsfirma ist definitiv Telltale. Nein. Klar. Ich habe ein einziges Spiel von denen. Klar. Wisst ihr, wie oft sie mir immer sagt, wie toll sie diese Firma findet? Ich habe ein einziges Spiel. Immer. Ständig. Nein. Jeden Tag. Dann rede ich wahrscheinlich eher von Freebird Games. Die schummelt. Die schummelt. Meine Lieblingsfirma ist Atlus. Fuck, das wäre die Alternative gewesen, stimmt. Fuck, da habe ich gar nicht gedacht. Persona, Catherine, die ganzen geilen JRPGs kommen von Atlus. Aber Telltale findest du auch ziemlich gut. Ja, aber es ist nicht meine Lieblingsfirma. Halber Punkt. Nein, das ist kein halber Punkt. Ich wär nicht mal auf Telltale. Wer kommt auf Firmen, auf die komme ich nicht mal. Halber Punkt. Nein, kein halber Punkt. Lieblings-Gamepad kommt als nächstes. Scheiße. Rate mal. Ich habe den Dreamcast aufgeschrieben, aber das war eher geraten. Das ist auch völlig falsch, das weil der ist ziemlich kacke. Also ich weiß gar nicht, wie er aussieht. Eigentlich, der ist ziemlich klobig auf jeden Fall. Mein Lieblingscontroller ist der von dem GameCube. Toll, das war mein zweiter Punkt, weil er daneben stand. Dem GameCube. Den finde ich am schrecklichsten zum Beispiel. Der ist mega geil. Und jeder, der was anderes behauptet, hat keine Ahnung. So. Entschuldigung. Jetzt kommt meiner, ne? Stimmt, jetzt wo du sagst, du spielst deine Wii auch immer mit dem GameCube-Controller. Korrekt. Das liegt aber auch daran, dass man die Wii nicht ohne GameCube-Controller spielen kann. Na, Dave? Ich habe aufgeschrieben, den PlayStation-Controller. Ja, welchen? Es ist egal, die sind alle gleich. Nein, die sind alle verschieden. Die sind alle gleich. Nein, die sind verschieden. Das sind ja 2 oder 3, weil den ersten hast du selten in der Hand gehabt. So, welchen? Such dir einen aus. Welchen hast du denn aufgeschrieben? Ja, welchen nimmst du denn? Den du aufgeschrieben hast. Such dir einen aus, die sind verschieden. Theoretisch müsstest du den PlayStation 3 Controller nehmen, weil der kein Kabel hat. Aber daran hast du wahrscheinlich nicht gedacht, als du es aufgeschrieben hast. Und deswegen wird es der PlayStation 2 Controller sein. Es ist auch der PlayStation 2 Controller, was liegt auch daran, dass ich den PlayStation 2 Controller lieber mag als den PlayStation 3 Controller. Die sind so identisch. Nein, sind sie nämlich nicht. Guck sie doch mal. Ja, das ist richtig, aber der PlayStation 3 Controller ist auch besser. Der hat viel bessere Trigger und das macht doch viel mehr Sinn. Nee, egal. Außerdem. Scheiße! Habe ich mir noch den Logitech Xbox Controller für den Computer aufgeschrieben. Ich finde den nämlich besser als den originalen Xbox Controller. Der Logitech, ist das, der heißt tatsächlich Xbox-Controller? Ich glaube, der heißt wirklich Xbox-Controller. Das Ding sieht aus wie ein PlayStation-Controller. Deswegen mag ich ihn ja auch am liebsten. Als nächstes kommt das Lieblings-Pokémon. Pokémon. Pokémon, was ist nicht lustig über mich? So, was hast du noch aufgeschrieben? Plutexo und Glurak. Da hast du Glück gehabt, weil ich hätte jetzt entweder Glumanda oder... Nein, ich weiß, dass es nicht Glumanda ist. Ich habe nämlich meine Glumanda-Figur gekauft und meine so, nein, Glutexo ist... Es ist eher Glumanda als Glurak, aber ich habe Glutexo aufgeschrieben. Also ich weiß auf jeden Fall, dass Glutexo mit am beliebtesten von den dreien ist. Das wusste ich. Hallo. Ich bin noch nicht fertig. Wie viele schreibst du denn? Schreibst du mal alle 150? Ich habe aufgeschrieben. Ist ja nicht schwer. Ich kann es nicht lesen. Diese Fehlentwicklung von Evoli oder Evoli selbst. Also Fehlentwicklung ist falsch. Diese Fehlentwicklung von... Also ich habe aufgeschrieben, Evoli ist schon mal richtig. Ich habe noch Voltilam aufgeschrieben. Warum nicht die Fehlentwicklung? Hast du nicht von den ganzen Fehlen immer geschwärmt? Nee, ich liebe Voltilam, also ich bin ja generell ein Kind der zweiten Generation und ich liebe Voltilam, Barty und Ampharos. Nächster Punkt. Ich krieg's trotzdem ein. Ja, ich krieg einen Punkt. Lieblingsspielserie.
Mann! Wird das toll. Denk dran, wir schreiben deine auf. Wir schreiben jetzt meine Spielserie. Ach so. Jetzt verstehe ich dieses Spiel. Ach, deswegen hast du alles falsch. Du hast meine aufgeschrieben. Ich habe immer deine aufgeschrieben. Dein Lieblingsspiel Sonic. Was hast du denn aufgeschrieben? Sonic. Wow, das ist ja Legend. Warte. Der. Also meine Antwort ist... Ich bin noch nicht fertig. Persona. Jetzt schreibst du schnell um. Sonic. Du bist so bescheuert. Persona, jetzt erzähl doch. Shin Megami Tensei und Pokémon. Das ist richtig, also. Jetzt kommt der Lieblings. Handheld. Schreibst du bestimmt diesen von Sega auf, den ich nicht kenne. Was hast denn du aufgeschrieben, Jenny? Dieser von Sega? Ich weiß echt nicht, wie er heißt. Und den Game Boy Color. Das ist unfair. Wenn ich einfach alle Konsolen aufschreibe, dann ist das... Dann ist das kein Spiel mehr, Jenny. Dann nehme ich eher den Game Boy, nehme ich den Game Boy Color, okay? Ja klar, weil du jetzt davon ausgegangen bist. Hast du wirklich den aufgeschrieben? Ich hab den GBC. Ach, also. Hast du GBC? Oh, mach's ja halt einfach, ne? Schreib jetzt 13 Handhelds auf. Ich habe aufgeschrieben 3DS, alternativ DS, Game Boy Color, Game Boy Advance, DS Lite, DS, UDS. Entscheide dich für einen. Ja, 3DS. Ja, okay. Ja, 3DS brauche ich gar nicht zeigen. Hat sogar 3 Herzchen bekommen, was auf die Lieblingskonsole 2014 war. Ja, das heißt, die Jenny hat mit 2 Punkten Unterschied gewonnen. Hat sie super gemacht, sie hat geschummelt, bin ich mir ziemlich sicher. Ich höre dir einfach besser zu. Sie hat geschummelt. Ich höre dir einfach besser geschummelt. Zu. Geschummelt. Geschummelt. Jetzt weißt du mal, wie sehr ich dich liebe. Geschummelt. Wir müssen noch Leute taggen. Müssen wir das? Wir müssen noch Leute taggen. Wir taggen wieder 3 Leute wie beim letzten Mal. Ich will anfangen. Fang an. Den Maxi, wie beim letzten Mal. Das wird bestimmt wieder ganz lustig bei euch. Mim. Zeitpunk. Genau, also der Maxi von The Pine Sweet Show. The Pine Sweet Show. Dann taggen wir noch Schlawaffeln. Ich muss immer an Waffeln denken und ich mag Waffeln. Schlawaffeln, das ist so eine Truppe, die wie wir Couch Gaming macht. Also es lohnt sich mal vorbeizuschauen. Die sind noch quasi ganz, ganz neu im Geschäft. Und die machen bestimmt mit. Und als letztes. Darf ich? Wir teilen uns das vielleicht auf. Darf ich anfangen? Dann fang an. Dann taggen wir einmal ganz lieb den liebsten Rainer Schauder. Und Onkel Ferno. Damit man den endlich auch mal wieder auf YouTube sieht. Und damit wir Rainer und Onkel Ferno mal wieder zusammenbringen, dass sie eine Runde auf der Couch zocken. Wir sind mal so freundlich. Also nochmal den Kurzdurchlauf. Maxi von The Final Stage Show und der Zeitpunk, dann Schlawaffeln und der Rainer Schauder mit dem Onkel Ferno bitte mal diesen Tag, diese Challenge machen. Würden uns freuen, wenn wir da einiges sehen würden. Wir sehen uns dann in ein anderes Video und ein anderes Video wieder. Bis denn und tschö. Wie zum Teufel ist dieser Hund hier wieder hergekommen?